Wenn wir mal ehrlich sind, meine Damen und Herren, war das heute bisher zumindest ein ziemlich fader Handelstag. Die US-Aktienmärkte wie auch die Märkte in Europa mehr oder weniger unverändert, was die Kursbewegung betrifft. Wartet man auf die Fed? Was ist da los? Wir hatten am Montag und am Dienstag deutlich höhere Umsätze wieder gesehen. Heute ist das alles wieder so ein bisschen Mauer. Vielleicht will sich vor der Fed keiner aus dem Fenster lehnen. Die Rede ist von dem FOMC-Protokoll, das heute veröffentlicht wird. Die Sitzung war ja 28. Juli, ist also schon ein bisschen her. Und wir wollen uns mal im Vorfeld dieses FOMC-Protokolls, das wir heute bei 20 Uhr auf Finanzmarktwelt in den Kernaussagen bringen werden, ein bisschen anschauen. Was ist heute berichtenswert? Was ist los? Die Wahrscheinlichkeit, so hat es Andreas Deno Larsen genannt, die ist groß, dass wir eine etwas hawkischere Fed sehen in diesen Protokollen. Warum? Weil schlichtweg die Daten Ende Juli noch etwas besser waren als derzeit. Erster Punkt. Und zweitens, weil Corona ein etwas geringeres Problem zu sein schien Ende Juli als derzeit. Dementsprechend könnte es sein, dass das so ein bisschen, naja, in Richtung, oh, jetzt werden wir doch bald die Tapern ausgehen wird. Die Frage ist ja, wann kommt die Nachricht? Dass die Nachricht kommt, ist überhaupt keine Frage oder ist nicht mehr in Frage. Man will bis Mitte 2022 durch sein mit dem Tapering, um dann möglicherweise die Voraussetzungen zu legen, die Basis zu legen, um dann die Zinsen anzuheben. Das hat heute nochmal James Bullard von der St. Louis Fed gesagt. Also wir wollen dann, und er will sogar schon im ersten Quartal 2022 fertig sein mit dem Tapering, um dann eben möglicherweise die Zinsen anzuheben, if needed. Und interessanterweise hat er gesagt, dass die USA einen inflationären Schock erlebt hätten. Und die Fed müsse das berücksichtigen, wenn sie ihre Politik kalibriert. Das ist ein interessanter Punkt. Inflationärer Schock. Vorher hat man immer gesagt, temporary, ja, ein bisschen höher als wir erwartet haben. Daraus ist jetzt ein inflationärer Schock geworden. Also man sieht, mindestens der eine oder andere in der Fed, der ist doch ein bisschen sehr besorgt über das, was in Sachen Inflation da der Fall ist. Und wie schaut es eigentlich aus mit der Inflation? Die Essenspreise, Food Prices, in den USA 31% höher als im Vorjahresmonat. Okay, da war noch Corona-Krise, aber das merken die Leute natürlich direkt. 31%, das ist mal ein richtiger Schnaps und das verändert das Consumer-Sentiment, die Verbraucherstimmung, das haben wir im Verbrauchervertrauen Uni Michigan am Freitag, letzten Freitag ja deutlich gesehen. Und es ist vor allem auch die Konsumbereitschaft, die darunter leidet. Und das könnte ein Problem werden für die US-Wirtschaft, denn ohne den Konsumenten ist da praktisch nicht mehr viel los. Wir sehen auf der anderen Seite Shortages, also Mangel an Busfahrern, an Lehrern, an Computern, selbst an Ketchup gibt es Mangel. Das erschwert die Rückkehr in die Schule. Also all das spricht ja dafür, dass wir eher, naja, erstmal noch Druck haben in Sachen Inflation. Denn wenn es zu wenig Leute gibt, die bestimmte Jobs machen, dann müssen wahrscheinlich die Löhne steigen, damit dann auch solche Leute gefunden werden. Jedenfalls sehen wir das auf der anderen Seite eben auch. Und das ist ein Prozess, der gerade erst beginnt, sich in den Inflationsdaten niederzuschlagen. Eben auch die Mieten deutlich steigen, 17% mit dem Vorvergleich. Und das ist das jemals höchste erreichte Niveau. Also das sind Punkte, die eben die Fed sicherlich besorgt machen. Denn das beginnt erst in die Inflationsdaten reinzufließen, während andere Parameter, etwa hier Lumber, jetzt wieder deutlich abgekühlt sind. Also Bauholz, das ist ja explodiert geradezu. Dann sind wir 74% gefallen. Jetzt sind wir 36% tiefer als zu Jahresbeginn. Das muss man sich mal vorstellen. Ist über 130% Anfang Mai noch gestiegen, der Preis für Lumber. Und das wird von vielen, die sagen, ja, diese Inflation ist temporary, ist nicht wirklich dauerhaft, wird von vielen als Beleg immer zitiert, ja, die Inflation, die ist nicht dauerhaft, aber es ist nur ein Rohstoff, andere Rohstoffe sind weiter sehr hoch oder steigen sogar weiter. Und wir haben eben dann diese Mietkomponente und die wahrscheinliche Lohnkomponente, die dazu kommt. All das muss die Fed irgendwie abwägen, komplexe Situation, hängt auch davon ab, wie wird es mit den Lieferketten weitergehen? Rosengreen von der Boston Fed hatte ja gestern gesagt, also mit Anleihekäufen werden wir Lieferkettenprobleme nicht lösen. Das ist eben eine Sache, die außerhalb der Fed
Einflussmöglichkeiten steht, aber das ist die Situation, mit der die FED es zu tun hat, und ehemalige FED-Mitglieder, die also nicht mehr jetzt offiziell im Amt sind, die sagen immer wieder, also eigentlich hat die FED keinen wirklichen Plan für eine steigende Inflation, weil wir schon so lange keine steigende Inflation gesehen haben. Dementsprechend ist das ein Vortasten, ist das ein Aufsichtfahren? Wie werden jetzt die Aktienmärkte reagieren? Wir sehen einen Bericht bei Bloomberg, ja, der S&P 500, der könnte jetzt mal in einen Korrekturmodus eintauchen, denn wir sind jetzt 100% gestiegen seit dem Tief im März letzten Jahres, und dann werden hier wird die Geschichte des S&P herangezogen. Jedes Mal bei 90 oder 100% Anstieg war dann auch erstmal Schluss, kam dann eine Korrektur. Diesmal auch Fragezeichen, wenn alle damit rechnen, dann kommt sie nicht. Jedenfalls sehen wir, dass die Drawdowns, also die Rücksetzer, immer kleiner werden bei the dip. So hatte ich heute Morgen mein Videoausblick genannt. Das ist sozusagen eine Art antrainiertes Verhalten, dass man sehen kann, hier wirklich eine schöne Grafik von Daily Chart, die das zeigt, wie wenig da eigentlich an Rücksetzern derzeit der Fall sind. Aber auf der anderen Seite sehen wir Geldflüsse, und diese Geldflüsse, die verraten etwas, und wir sehen, dass wir hier jetzt einen Swift sehen von Risikoassets hin in sichere Häfen. Das ist etwas, was hier zu beobachten ist. Geht das weiter? Noch ist ja die Liquidität der FED da, die wird sich dann, oder die zusätzliche Liquidität wird sich immer mehr reduzieren, aber dann, wenn die FED ernst macht und Mitte 22 fertig ist, dann ist nichts mehr mit neuer Liquidität. Und jetzt ist natürlich die Frage, A, wie entwickelt sich die Inflation, muss die FED dann schneller agieren? B, wie entwickelt sich Corona? Wird die FED möglicherweise dann irgendwann sagen, oh, das mit dem Tapern, das lassen wir, weil die Wirtschaft braucht Unterstützung, wobei wir auf der anderen Seite wissen, dass das Tapering eigentlich keinerlei Einfluss auf die Wirtschaft hat, sondern eher auf die Assetpreise. Und apropos Assetpreise, hier mal ein Vergleich mit 1935 von der Bank of America, und wir haben ein sehr, sehr ähnliches Muster wie 1935, da sahen wir auch massive Anstiege, es ging dann noch weiter, bevor es dann ein bisschen runterging. Auch damals war das ja noch im Gefolge der großen Depression, haben sich die Kurse dann deutlich erholt, um dann nochmal schwer zurückzusetzen, aber diesmal ist alles anders. Stonks always go up, zumindest solange die Liquidität so groß ist. Und wir sehen aber, dass diese globale Liquidität M2, mindestens die Zuwachsraten jetzt deutlich nach unten gehen, und dass das auch für Assets wie Bitcoin ein Problem sein könnte. Bitcoin nach meiner Auffassung ja eigentlich kein wirklicher Hedge gegen irgendwie ein Scheitern des Fiat-Geldes, sondern ein Ausdruck eher dieses Fiat-Geldes, das unbegrenzt vermehrbar ist und unbegrenzt vermehrt wurde. Dementsprechend steht der Lackmustest für Bitcoin noch aus, wenn da mal die Sache schwieriger wird. Wir haben da noch interessante Nachrichten aus dem Tech-Bereich gesehen. Amazon hat jetzt seine Drittparteiverkäufer, also externe Unternehmen, angeschrieben teilweise und hat gesagt, also es gibt neue Regularien, es ist noch nicht klar, wie sich das entwickelt wird, aber es könnte sein, dass ihr dann eure Produkte nicht mehr auf unserer Plattform verkaufen könnt. Und das wäre natürlich ein ziemlich schwerer Schlag für Amazon. Mithin also hier diese Idee der Regulierung der großen Tech-Konzerne, die hier eine Rolle spielen kann, Monopolstellungen etc. Wenn die Politik da ernst machte, dann wäre das ein Problem, und ein Problem hat vielleicht auch Cathie Wood, die hier ja attackiert wurde von Michael Burry, der short ist auf ARK Innovation, also auf diesen Zukunfts-ETF von Cathie Wood, und die hat das gesagt, ja, der hat damals richtig gelegen mit der Immobilienblase, aber jetzt liegt er falsch, weil er das nicht versteht, und Fred Hickey sagt hier vielleicht zu Recht, der weiß genau, was er da macht, er versteht das auch sehr genau, denn das, was Cathie Wood hier sagt, ist ja, diesmal ist alles anders, die immense Innovation und so weiter, das würde der nicht verstehen, das verstehen nur Eingeweihte wie Cathie Wood. Naja, mal sehen, ob das wirklich so kommt. Dann abschließend noch aus dem Tech-Bereich, Palantir, ja ein etwas schräges Unternehmen, eine Datenkrake auch, die viel mit Geheimdiensten zusammenarbeitet. Die haben gesagt, ja, also angesichts der erhöhten Wahrscheinlichkeit von schwarzen Schwänen wollen wir mal unseren Goldbestand ein bisschen aufstocken. Interessante Aussage eines Unternehmens, das ja sehr, sehr eng mit Geheimdiensten verknüpft ist, weil es diesen Geheimdiensten Daten zur Verfügung stellt. Wie erfolgreich die Geheimdienste waren, haben wir jetzt in Afghanistan gesehen, sowohl der BND, also der deutsche Nachrichtendienst, als auch vor allem die Amerikaner.
sind da ganz, ganz kalt erwischt worden. Das war ein ziemliches herbes Versagen, muss man sagen. Aber sei es drum, ist das ein Symbol für den Niedergang des Westens, was da in Afghanistan passiert ist? Mal schauen. Jedenfalls sehen wir das jetzt bereits in Sachen Corona, und das ist nochmal auch mit der FED hier verbunden, Drittimpfungen empfohlen werden. Die Amerikaner haben heute gesagt, sie wollen also 155 Millionen Menschen eine Boosterimpfung geben. Großartig. Wir hatten eigentlich gedacht, mit zweien wäre es jetzt mal getan, dann kommt die vierte und dann kommt vielleicht die fünfte. Jedenfalls sagt die Bank of America hier, also wir gehen davon aus, dass jetzt an diesem Wochenende bereits der Hochpunkt von Corona in den USA erreicht wird und das Problem sich dann wieder erledigen wird. Mal gucken, ob das so sein wird. Jetzt beginnt langsam der Herbst und das kann auch anders werden. Wie auch immer, ich wollte abschließend noch darauf hinweisen, auf den morgigen Donnerstag, 18.30 Uhr, über die Wall Street, Weltmacht Wall Street mit dem Markus Koch. Das wird lustig, das wird Spaß machen. Roland Ulrich, Markus Koch, wir sprechen über die Wall Street, sprechen über die Dominanz der Wall Street. Ich packe Ihnen unter das Video den Live-Link für morgen, also den Link ab 18.30 Uhr können Sie das da unter diesem Link sehen. Würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Das wird unterhaltsam, das hat vielleicht auch Entertainer-Qualitäten. Schauen Sie da rein. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und gucken Sie nochmal rein bei Finanzmarktwelt. 20 Uhr FOMC-Protokoll, vielleicht kommt dann ein bisschen Bewegung in die Märkte, denn das war schon ziemlich fad, was wir heute gesehen haben. Ich sage Servus und Ciao.